Viele Autofahrer sagen, früher gab es viel mehr tote Krabbler auf der Windschutzscheibe als heute. Stimmt das? Welche Hinweise gibt es für ein Insektensterben? In der Nähe von Krefeld machen Insektenkundler eine Beobachtung. In einem Naturschutzgebiet in Krefeld haben sie Fallen aufgestellt. Die Insekten fliegen in das zeltartige Konstrukt und landen schließlich in der Fangflasche. Den Fang untersuchen die Forscher im Labor. Zuerst trocknen sie die Fluginsekten. Anschließend werden sie gewogen und das Gewicht dokumentiert. Und das seit über 30 Jahren. Das Ergebnis der letzten Jahre ist alarmierend. 1989 fangen die Forscher noch rund 1,4 Kilogramm Insekten je Falle. Im Jahr 2013 sind es nur noch rund 290 Gramm. Etwa 75% der Insekten sind in Krefeld verschwunden. Und auch an 15 weiteren Standorten in NRW zeichnet sich ab, die Insekten verschwinden. Auch bei Regensburg schlagen Wissenschaftler Alarm. Dort werden Schmetterlinge schon seit 1766 gezählt. In dem Gebiet gibt es besonders viele Falterarten. Einige sind auf ganz bestimmte seltene Pflanzen angewiesen, die sie hier finden. Zwischen 1840 und 1849 wurden hier noch 117 Schmetterlingsarten dokumentiert. Von 2010 bis 2013 waren es nur noch 71. Besonders die Nahrungsspezialisten verschwinden, wie zum Beispiel der Regensburger Heufalter, der Beifußfederfalter oder der Hofmanns-Plattleibfalter. Auch außerhalb von Deutschland beobachten Wissenschaftler das Insektensterben. Etwa 33% aller Insektenarten gehen weltweit zurück. Die Insekten verschwinden überall. Doch was sind die Ursachen? Unter Verdacht sogenannte Neonicotinoide. Sie sollen Saatgut vor Insektenbefall schützen. Doch das Gift bleibt nicht im Saatgut. Es gelangt von der Wurzel bis in die Blüten hinein. Über die Pollen nehmen Insekten die Gifte auf. Außerdem verteilen sich die Stoffe im Boden und gelangen auch in die nahegelegenen Bäche. In Frankreich 2012. Forscher kleben rund 700 Honigbienen Sender auf den Rücken. Sie wollen herausfinden, wie Neonicotinoide auf die Insekten wirken. Dafür verabreichen sie den Bienen die gleiche Menge, die sie auch beim Sammeln von Nektar aufnehmen würden. In freier Natur finden nur rund 55% der Tiere den Weg zum Bienenstock zurück. Ohne Neonicotinoid sind es wesentlich mehr. Rund 85%. Auch andere Studien zeigen, schon geringe Mengen an Neonicotinoiden verschlechtern bei Honig und auch bei Wildbienen die Orientierung, die Kommunikationsfähigkeit, ihre Fitness und Fruchtbarkeit. Nicht nur der Einsatz von Pestiziden steht unter Verdacht. Immer mehr natürliche Lebensräume verschwinden. Stattdessen riesige Monokulturen ohne Hecken und Randstreifen. Welche Folgen das hat, untersuchen Wissenschaftler in Münster. Sie zählen Insekten in einem Naturschutzgebiet. Auch hier kommt es immer wieder zu Einbrüchen der Insektenanzahl. Das ist normal, gerade in Schlechtwetterperioden. Und für gewöhnlich erholen sich die Tiere wieder. Dafür müssen sie jedoch mit anderen Naturschutzgebieten in Verbindung stehen. Für die Studie markieren Studenten einzelne Tiere und fangen sie an anderen Stellen wieder ein. So wissen sie, wie weit die Insekten fliegen. Das Ergebnis? Selbst in Naturschutzgebieten leidet die Artenvielfalt. Denn die Lebensräume für die Insekten liegen zu weit auseinander. Sie sind getrennt durch zu große landwirtschaftliche Flächen. Die Falter können die Barrieren nicht überfliegen. Es gibt viele Hinweise. Die Insekten sind in großer Gefahr.